Wir sind wieder da mit einem neuen Flughafen, mit einem neuen Flugzeug, eine kleine Cessna Skyhawk. Jetzt seht ihr das Gebäude, wo ich nicht drin wohnen möchte, wenn ich in, na gut, obwohl doch, fliegen immer die kleinen Cessnas über mich rüber. Wir sind hier in St. Barthélemy, in der Nähe von St. Martin, auch in der Karibik. Starten jetzt mal. Bei dem Flughafen ist es einfach so, dass wir, ja, über das Tal reinkommen. Also nicht über das Tal, sondern über den Berg, der da vorne ist. Wir werden jetzt einfach mal über den rüber fliegen. Obwohl, Moment mal, ist der das? Sieht so aus, als würde ich dann. Ja, doch, das ist der. Ist der nicht eigentlich auf der anderen Seite? Naja, wir fliegen jedenfalls. Und wir melden uns, wenn wir im Anflug sind. Obwohl wir, von wem rede ich? Ich meine. Willkommen zurück in einem Part, der jetzt sehr schwer wird. Wir haben die Klappen voll rausgefahren. Wir fliegen jetzt über den Berg, der so ungemein scheiße ist, der so ungemein verletzend sein kann, der so ungemein hoch ist, dass wir danach sofort runter müssen. Bei mir sieht das Ganze total blöd aus, weil ich habe nicht dieses Pack für St. Martin oder so, für die Karibik. Sollten wir ein bisschen Schub rausnehmen. Und dann sollten wir ganz weich aufsetzen. Da vorne ist noch ein. Ich sehe gerade, da vorne ist noch ein Baum. Oh. Jetzt bin ich voll aus der Rolle. Ah! Da vorne ist noch ein Baum. Da ist noch ein Baum. Ah, perfekte Landung. Gut, der Jump, dafür kann ich nichts. Das ist einfach wegen dem Wind. Kriegt man ganz schön viel Auftrieb. Auf dem Taxiway kann ich jetzt auch gleich rauf. Wir machen Schluss, bis gleich. Ach, doch nicht, ich schaff's noch. Ja, komm, das sieht man mir jetzt nicht übel. Also es war trotzdem eine sehr gute Landung und bis zum nächsten Part. Wir sind hier am Flughafen. Am Flughafen Sabah. Auch in der Nähe von San Martin, also auch in der Karibik. Ich fahre die Klappen voll aus, weil die Bahn sehr kurz ist. Hat zwar nicht mal einen Parkplatz, aber egal. Ich weiß nicht, warum manche Flugzeuge hier landen. Wahrscheinlich nur aus Spaß. Gut, wir starten mal. Ich weiß nicht, ob man bei der Landung über den Berg reinkommt oder übers Meer. Damit es euch nicht zu langweilig wird, komme ich einfach gleich mal dann über den Berg rein. Und ich muss hoch. Ich muss hoch. Strömungsabriss. Und dann bin ich schon wieder auf dem Boden. Bis gleich zur Landung. Wir kommen zurück bei den Landungen. Ihr seht vor mir einen Berg, aber ob ihr es glaubt oder nicht, dahinter ist die Bahn. Ihr könnt die am Horizont schon erkennen. Dahinter, ja, das ist die Bahn. Ich denke mal, dass man von hier landen muss wegen dem Wind, weil man hier eigentlich Rückenwind hat. Also ich kenne mich weder in Physik auch noch nicht in Erdkunde aus. Ist ja Erdkunde, Wetter hat ja was mit Erdkunde zu tun. Aber ich komme jedenfalls gut rein. Also Pilotenkunde habe ich schon studiert. Nein, habe ich nicht, aber im Kopf. Mir selbst beigebracht. Pilotenkunde. Bin den Schub jetzt voll raus, weil ich muss runtergehen. Ich muss runtergehen, sonst kriege ich die Bahn nicht. Sonst lande ich nicht richtig. Jetzt schaffe ich es nicht zum Stehen zu kommen. Deswegen, dass ich aufnehme. Wir schaffen es wohl, wir werden es schaffen, ja, wir werden es schaffen. Nein, wir werden es nicht schaffen. Gut. Klappen rein, war ja jetzt nicht so viel, was da gefehlt hat. Wir sehen uns bei dem nächsten Flughafen. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind hier am Flughafen Lukla.
Und ich zeige euch hier gerade den Berg. Damit ein bisschen Action reinkommt, lande ich gleich von da. Starten tue ich allerdings in die andere Richtung, damit ich eine schöne Platzrunde fliegen kann und anschließend wieder landen kann da. Also, erstmal hoch in die Luft. Die Landebahn ist ja etwas länger als die vorherigen. Also der Start war einfach bis gleich zur Landung. Es macht jetzt schon Bock. Klappen voll raus. Das Stück habe ich schon hinter mir. Hey! Achso. Das Stück habe ich noch vor mir. Naja. Ich habe nicht gewusst, dass es die ganze Zeit Vollschub gab. So. Wir haben jetzt einen super Winkel, um nochmal am Ende noch einen kurzen Dreher zu machen. Also, dass die so einfliegen, das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. Das ist ja schlimmer noch als der eben, aber viel schlimmer. Nur, dass die Landebahn noch ein bisschen länger ist. Das ist der einzige Vorteil. Wir sind hier schon fast am, ja, am Limit, muss ich sagen. Also, wir sind ja schon fast an der Dämmerung. Ich glaube, eine Nachtlandung gibt es vielleicht noch. Bei den nächsten Parts. Dauert dann aber noch ein bisschen. So. Die taumeln wir jetzt so ein bisschen hin und her. Das macht nichts. Ah, hier ist viel Wind. So. Und wir sind unten. Gut, wir haben es geschafft und ich sag bis zum nächsten Airport. Der nächste ist auf jeden Fall ein Cracker. Ein Cracker, ein Cracker, ein krasser. Hi. 777 von Air France. Wir befinden uns in Hongkong. Sie sehen, der Einflug ist nicht gerade toll. Der Abflug schon. Ja. Geil. Die Triebwerke wurden nicht gestartet. Bis gleich. Ich muss noch mal kurz Pause machen. Hi, wir sind zurück und wir sind jetzt in Kai Tak mit einer 777 von Air France. Ja, der Start ist eigentlich nicht schwer. Gut, das nervt jetzt ein bisschen so. Jetzt können wir eigentlich ziehen. Mächtig sieht das aus. Mächtig. Und wir werden uns im Anflug wieder. Bis gleich. Der ist schwer. Wir sind zurück im Endanflug auf Kai Tak, der es bei uns auf Platz 2 geschafft hat, der gefährlichsten Flughäfen der Welt. In unserem Ranking gab es ja nur 10, aber trotzdem Platz 2 eigentlich ein gerechter Platz, wenn man besieht, wenn man bedenkt, was noch danach kommt. Also hier der Einflug mit Drehung über die Stadt, über die Innenstadt. Und dazu auch noch die Drehung, also die 90 Grad Drehung kurz vor der Bahn. Das muss natürlich alles stimmen. Und ich habe gerade ein bisschen Glück, wie ich reinkomme. Also das ist auch nicht so alle Tage, dass man dann so gut reinkommt wie ich gerade. Ja doch, ich bin schnell genug. Also eigentlich kann man das sogar als eine gute Landung werten. Das war's. Perfekt. Dass wir zum Stehen kommen, ist keine Frage. Das wird so sein. Wir
können auch den nächsten Textaway gleich nehmen. Und wir sagen ja, viel Spaß bei Platz 1. 3, 2, 1. Und hier ist Platz 1. Ja, das ist Platz 1 der gefährlichsten Flughäfen Tocantin in Honduras. Tegucigalpa. Patrick, ich rede nicht mit dir, ich rede mit unseren Abonnenten. Wir sitzen wieder in der 777 von Air France und geben mal Vollschub und gucken mal, was Honduras so zu bieten hat in Sachen Städten. Schöner Sound einer 777, mit der ich bald fliegen kann. Ja, nach Punta Cana. In echt. Kein Witz. So. 120 Knoten, 130 Knoten und wir können ziehen. Und Patrick, wie weit bist du gekommen? Boah, gerade so über den Boden abgehoben. Unglaublich. Und dann noch in ein Hoch raus rein. Ah. Ja. Und mit dem Bein, also mit dem Fahrwerk noch durch das Hochhaus durch. Das macht den Flughafen so gefährlich. Ich hätte das Fahrwerk früher einfahren sollen. Na gut, wir sehen uns im Endanflug. Bis gleich. So, wir sind zurück im Endanflug. Wieder in Honduras, wie gesagt. Einfach mal eine kurze Platzrunde gedreht. Ich habe mich versetzt. Jedenfalls sind wir hier zurück und wir sind im Endanflug auf dem Flughafen Tocantin. Direkt über die Stadt, direkt über Hochhäuser und dann runter schnell zur Bahn. Ja, es war ein tolles Video. Viele Flughäfen kennengelernt, vielleicht manche noch gar nicht gekannt. Ich war auch noch bei den meisten, also bei mindestens bei der Hälfte, da war ich noch überhaupt nie. Gut, St. Martin war ich auf jeden Fall schon mal, Kai Tak war ich schon mal. Hier war ich irgendwie noch nie. St. Barthélemy war ich auch schon mal. Ja. Ja, Innsbruck und Courchevel. Natürlich war ich da auch schon. Madeira war ich auch schon. Barra war ich nicht. Ja, hier war ich auch nicht. Und Nukla und Sabah war ich auch noch nicht. Also die Hälfte ungefähr. Gut, mit 200 Knoten landen ist auch mal was ganz Tolles. Aber wer es braucht. Na, 190. Gut, wir kommen jetzt ziemlich schräg rein, aber das macht nichts. Das korrigiere ich jetzt gerade. Da hinten will ein Flugzeug starten. Aber jetzt beim ersten Platz eine gute Landung hinlegen. Komm. Ja, ah, zu hart. Naja, es geht. Und ein Jump. Das Vorderrad dreht sich. Sieht man ganz aus dem Tower. Mit 80 Knoten ist das Vorderfahrwerk aufgesetzt. Hat es aufgesetzt. Da ist es aufgesetzt. Patrick, was meinst du, Realschüler? Hat aufgesetzt. Ja, das Vorderfahrwerk hat aufgesetzt oder ist aufgesetzt? Ach, warte, ich komme gleich wieder, muss mein Vater schnell was sagen. Ja, jetzt schnell abhauen, ne? Jetzt schnell verpissen. Gut, bedanken wir uns fürs Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut auch das von Patrick an. Ich würde es euch abraten. Ciao. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And the world's gonna know your name, yeah. And you'll be on the walls of the
run the mile. You can